Ja, das ist die Folge für Montag. Kann ich ja mal erwähnen. Und ich bin am Überlegen, ob ich die Folge jetzt mal eben cutte und in der nächsten Folge dann weitergeht. Aber ich kann das. Alter! Halt aber alle die Klappe! Oh, cool, wusste ich selber noch nicht. Okay. Wir müssen. Ach, ich bin gleich hier hingegangen. Halt! Oh, zu weit! Zu weit, zu weit! Nee, richtig. Nein, zu weit. Ah, gar nicht so. Gar nicht war falsch. Gar nicht richtig. Gar nicht richtig. Gar nicht richtig. Doch, gar nicht richtig. Nee, du musst dir anders wegmachen. Oh, wie war denn das nochmal? Benutzt Doppelklick, dies macht eure Eigenschaftslinien verfügbar. Du musst eigentlich das ganz normale Buchbilder benutzen, dann hast du das auch zurückgesetzt. Soweit ich weiß. Der Einbruch. Geht voraus. Ich decke euch den Rücken. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tut mir leid, es sind nur 17 Minuten lang, ist gleich. Sorry. Aber dafür sehen wir uns in der nächsten Folge. Also, bis dann. Cheerio. Hallihallöchen, Leute. Gleich geht's, es geht gleich weiter. Wir öffnen die Tür. Ich komme von den Seraphen und führen eine Routineuntersuchung durch. Und wir brauchen hier Zutritt. Ehrenhaft. Routineuntersuchung? Ich weiß nicht. Können die nicht wiederkommen, wenn der Minister wieder da ist? Der Feind ist hier. Der Feind ist hier, sagt sie. So, wir zerreißen die Gegner schnell. Seid schnell und auf der Hut, aber gründlich. Wenn Zamon ein Verräter ist, finden wir hier die Beweise. Wonach genau suchen wir? Verdächtige Sachen. Briefe, irgendwas, das ihn mit den Banditen in Verbindung bringt. Seid wachsam und haltet die Augen offen. Alles klar. Was kaputt machen könnt, macht es kaputt. Der dekadente Geck kann ein paar kleine Niederlagen vertragen. Seraphen, was? Schaut Ich euch diesen hätte. Luxus an. Ich wette, eine von Zamons Salatgabeln kostet mehr als mein Jahresgehalt. Seraphen, was? Ich hätte wissen sollen, dass Samon nicht zu trauen ist. Er ist nicht zu Hause und wenn doch, ist er übel gelaunt. Er hat mich sogar angebrüllt, weil das Essen kalt war. Wisst ihr noch mehr über ihn? Nein, er ist zumindest allein. Zumeist allein, so, zumeist allein. Er hat dir jedenfalls nichts erzählt. So viel steht fest. Alles klar. So, gucken wir mal weiter. Kommen wir hier durch? Gehen wir gleich rein, wir gehen erstmal hoch. Bei all dem zerbrechlichen Zeug hat man Angst, euch umzudrehen. Seht euch diesen edlen Becher. Ob der Wein daraus besser schmeckt, nicht bewegen. Sonst macht ihr was kaputt. Und dann macht der Boss uns beide kaputt. Und persönlichen Wert. Und zufällig wurden die Coronas kürzlich. Es ist doch das einzige Haus, das die Diebe bestimmt nicht ausräumen. Wir werden aber dafür bezahlt, so zu tun. Also seht gefälligst wachsam aus. Ich habe eine bessere Idee. Ich penne eine Runde. Weckt mich, wenn ihr dran seid. Ah, okay, er ist wirklich der gesuchte Mann. Also war das. Ihr haltet mich auf dem Laufenden. Das sind die Baupläne aller ausgeraubten Häuser in eurem Viertel. Sieht aus, als habe Zamon die Einbrüche geplant. Wollen wir hier wieder raus? Haltet sie auf! Komm ich hier raus? Komm ich hier raus? Ich will doch nicht hier raus. So. Dies schnetzen wir runter. Okay, Zamon ist wirklich das. Der gesuchte Mann. Das ist echt gar nicht zu glauben. Und wir schnetzen uns hier durch. Ja, geil, Mann. Ich hau hier durch, Alter. Zack. Zack, 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 zack und zack. Besiegt die Mist.
Ministerialwachen. Kein Problem, sind wir doch schon dabei. Ist, also, Schwert ist genial, also das... Zack und zack. Tut mir leid. So. Da. Oh, fuck. Okay. Zamon ist hier. Jetzt kann ich ihn hierfür verhaften und er wird im Gefängnis schmoren. Halt. Ihn wie einen gemeinen Verbrecher zu behandeln, schafft neue Probleme. Politische Probleme. Wir müssen das ganz offiziell machen. Ihr klingt ja wie Anis. Aber ihr habt recht. Wir stellen eine Vorladung aus und warnen die Wachen für den Fall, dass er fliehen will. Was soll das? Was macht ihr in meinem Haus? Als Hauptmann der Seraphen im Dienste ihrer königlichen Majestät Königin Jenna klage ich euch an. Was? Unverschämtheit. Wie lautet die Anklage? Verrat an der Krone und dem Volk von Götterfels. Flieht um Cormirs Beistand, Zamon. Ihr werdet jede erdenkliche Hilfe brauchen. Und das war's mit der Hauptquest. Ging aber. Hätten wir im letzten Part schon machen können. Naja, dann nehmen wir einfach mal die Rüstung hier. Zweiter Hilfsfähigkeitspunkt Platz bekommen. Durch den Götterfels verlassen. Ne, noch nicht. Denn, obwohl das hier ein bisschen laut ist, wir können die nächste Scroll benutzen. Das heißt also, wir lernen jetzt einfach mal. Oh, cool. Und dann den noch dazu. Und den. Und jetzt brauchen wir 3 Punkte für die nächsten Skills. Den will ich haben. So, da hauen wir doch mal einfach mal das hier dazu. Das ist gut. So, raus hier. Wow, wir haben es, ging schnell. Aber Zamon ist der Gesuchte. Das ist echt... Naja, wir wären bei der nächsten Quest. Guck mal, er ist schon Stufe 10, da sind wir ja schon. Wo müssen wir hin? Hat der Eber gerade gerülpst? Oh mein Gott, da hat, glaube ich, gerade jemand gerülpst. Oh mein Gott! Naja. Hände knacken. Ja, Schrecken! Das ist schon wieder 1 Uhr morgens, Alter. Eieiei. So. Ah, ich will mal die Kultur... Ach, so war nur die Kulturwaffen. Ich will die Kulturrüstung mal zeigen. Aber das dauert noch ein bisschen. Dass wir die kriegen. 35 ist, glaube ich, die erste. Und die sieht scheiße aus. Immer. Ja, komm, machen wir weg. So, es geht weiter. In der Hauptquest. Und let's go. Der Prozess von Julius Zamon. Oh Gott, geil. Endlich mal ein Prozess in Götterfels, den ich live miterleben darf. Schreibt mit der Gerichtsschreiberin. Hallo Gerichtsschreiberin. Ich wollte Ihnen mal sagen, dass Sie gut aussehen. Wo sind die? Achso. Unsere Zeugen sind hier. Könnt ihr den Fall vortragen? Als Mitglied des Adelsstandes repräsentiert ihr uns am besten. What? Ich bin alles ein Dutzend Mal durchgegangen. Falls nichts Großes schief geht, kriegen wir ihn. So bemerkt euch Königin Jenna garantiert. Und falls nicht, sorge ich dafür, dass euer Name an ihr Ohr dringt. Minister Caudecus wartet. Aha. Gebt ihm ein Zeichen, wenn ihr soweit seid. Viel Glück. Möge Lissa euch Beredsamkeit verleihen. Eigentlich schon genial gemacht. Logan, ich... Einem Minister Verrat vorzuwerfen? Das ist absurd. Fürst Benjamin, Mr. Zamon. Minister Zamon, Alte, der Unliebbare. Wie der aussieht, würde ich den aber auch nicht lieben. Kindfuserei... Fürst Benjamin, Nikolaus Winter, das kenne ich alle nicht. Wo ist denn unser Kollege? Ah, hier, guck mal, Fürst Warren, Adam, Bro, was geht ab? Das kommt mir seltsam vor. Juristische Dinge interessierten euch nicht. Ich habe für Thackeray Königin Salmas gestohlen. Könnt ihr alles durchlegen, ich habe keinen Bock zu lesen.
Ich find's aber echt genial gemacht. Aber wenn... Also Logan, wenn der wirklich abhaut, holen wir uns ihn, ja? Okay. Ich bin bereit, die Verhandlungen zu beginnen, um meine Anklage gegen Zahmer vorzubringen. Episch. Hört, hört! Die Verhandlung gegen Minister Julius Zamon unter Vorsitz von Legatminister Caudecus wird hiermit eröffnet. Wer vertritt die Anklage? Ja, ich. Euer Ehren, wir haben Beweise, die Minister Zamon der Verschwörung gegen die Bürger von Götterfels überführen. Er hat sein Amt missbraucht und Diebstahl, Mord und Verrat begangen. Wir werden belastende Dokumente und beeidete Aussagen von angesehenen Mitgliedern der Gesellschaft präsentieren. Auch von der Schwester des Angeklagten. Die Anklage scheint gut vorbereitet zu sein. Minister Zamon, könnt ihr diese ernsten Anschuldigungen widerlegen? Widerlegen? Wozu? Fürst Caudecus, ich berufe mich im Einklang mit den ältesten Vorschriften des kreitanischen Gesetzes auf mein Recht des Gerichtskampfs. Das Gericht spricht euch dieses Recht zu. Nach Gesetz und Sitte dürft ihr einen Sekundanten wählen, der an eurer Seite kämpft. Vielen Dank, Legatminister. Ich wähle meinen Gefolgsmann Eitel den Unliebenswerten als Sekundanten. Auch die Anklage muss einen Hauptvertreter und einen Sekundanten benennen oder die Vorwürfe fallen lassen. Ich benenne mich selbst Legatminister. Zur Wahl meines Sekundanten erbitte ich eine kurze Unterbrechung. Nein. Stattgegeben. Wenn die Anklage bereit ist, tritt das Gericht wieder zusammen und der Gerichtskampf beginnt. Okay. Bestimmt einen Sekundanten. Das war so klar. Kann ich kaum rumspringen und ich rufen. Ich bleibe allerdings hier stehen und denke so intensiv wie möglich. Ja. Wir sollen jetzt einen Sekundanten bestimmen. Also können wir zwischen Fürst Fahren, Gräfin Anise oder Logan. Fürs Fahren, den mag ich nicht. Anise. Hey Süße, ne? Du hast aber leider nicht irgendwie lange nicht mitgemacht und darum sage ich lieber Logan. Freut mich, euch zu sehen. Ich hätte euch gerne an meiner Seite, Hauptmann, aber ich brauche noch etwas Zeit, mich zu entscheiden. Was sagt sie? Schönes Wetter haben wir. Ein Gerichtskampf, wer hätte das gedacht? Ich bin überrascht, dass Samu überhaupt von dieser Möglichkeit weiß. Immer hat es in 50 Jahren keine Gerichtskampf mehr gegeben. Habe ich was gehört? Nee. Wir wählen Logan aus. Danke. Habt ihr bereits entschieden, wer als Sekundant der Anklage fungieren wird? Der Hauptmann Thackeray. Einfach so, weil ich den Vorgänger gemocht habe. Es kann losgehen, Legatminister. Ich habe meinen Sekundanten gewählt. Eine interessante Wahl. Hiermit verkünde ich, dass das Duell andauern wird, bis beide Teilnehmer einer Seite aufgeben oder besiegt sind. Sollte Fürst Zamon gewinnen, ist er unschuldig. Der Fall wird verworfen und die Anschuldigungen dürfen nicht mehr vorgebracht werden. Solltet ihr gewinnen, ist Zamon dieses Verbrechens überführt. Ich verstehe. Sobald ihr in Position seid, kann der Gerichtskampf beginnen. Euch allen viel Glück. Möge die Gerechtigkeit siegen. Das heißt also, besiegt Zamon und sein... Toll. Ja, okay, wir dürfen uns jetzt kloppen. Und da werfe ich mir doch mal was ein, ne? Okay, ich nehme den Bogen. Wähle noch eben kurz das Pad aus. Ich würde sagen, ihn und ihn. Dann wechsle ich nochmal eben das Pad. Und schieße erstmal wild in der Gegend rum. Nein, nicht Knochen. Knochen ist nicht gut. Okay. Alter, ich stand nicht mehr in Position. Alter. Geh mal nach Hause, nach Hause, nach Hause. Okay, das ist jetzt ein Epic Battle. Wir werden euch zerreißen, glaubt es mir. Au! Oder ihr mich. Meine Gewissenheit. Ey, Leute! Ah! Ihr
Ihr seid gute Tanks. Ihr seid echt gute Tanks da vorne. Aber Minister Zamon wird zuerst fallen. Das weiß ich sicherlich. So, jetzt müssen wir erstmal den komischen Okay. Ich habe keinen Plan, warum. Aber erstmal Blutung zufügen. F4. Ja, wir sind nichts. Wir machen euch nur eiskalt fertig, aber wir sind nichts. Und ja, ich spiele immer so. Ja. Und zack, die Bohne. So. Und du bist tot. Nein. So. So, nach hinten springen. Und da sind wir auf einen Trick reingefallen, der uralt und billig ist. Ich würde mal sagen, wir haben gewonnen. Eiskalt. Der Sieger steht fest. Nach den Vorschriften des kraitanischen Gesetzes ist Minister Zamon schuldig. Minister Kaudekus wirkt nicht sonderlich glücklich. Ihm missfällt jeder Eingriff in die Rechte der Minister. Der Gerichtskampf hat ihm das Urteil aus der Hand genommen. Wirklich? Was meint ihr, wie Zamon überhaupt von der alten Vorschrift erfahren hat? Er ist kein Historiker. Ihr glaubt, Kaudekus hat Zamon davon in Kenntnis gesetzt? Hätte Zamon den Kampf gewonnen, wäre er für unschuldig erklärt worden. Keine weitere Untersuchung. Jetzt ist er schuldig, aber auch tot. Alles aufgeklärt. Ihr solltet Minister Kaudekus nie unterschätzen. Zumindest wissen wir jetzt, wer Zamons Hintermann war. Geht und feiert euren wohlverdienten Sieg. Anis und ich werden Kontakt zu euch halten. Alles Roger. Aufgrund der zahlreichen Beweise wirklich auf eine Verurteilung gehofft. Aber so geht es auch. Alter, du wolltest ihn töten. Du wolltest ihn. Oh, wie geil, bitte. Rächer-Langschwert, Rächer-Kurzbogen, Rächer-Langbogen. Und mal ganz ehrlich, ich nehme das Rächer-Schwert. Warte, Switch. Ja, das nehmen wir unten. Unten Bogen, unten links. Und jetzt will ich mal was testen, ob das wirklich klappt. Ich weiß es nämlich nicht. Oh, das ist ein Großschwert. Geil. Was können wir tragen? Ja, yeah, jetzt haben wir ein Großschwert. Habe ich noch nie benutzt. Und wir haben es geschafft, Leute. Er ist tot. Wo ist er da? Da ist er tot. Bär, geh mal weg. Geahaut! Gelootet. So. Obwohl der Langbogen wäre auch ganz geil gewesen. Aber egal, jetzt haben wir das da. Egal. So, raus hier. Ich hab gesagt, raus. Raus hier. Götzefels. Yay! Und das sogar noch in der Partzeit. Mann! Ein Part für zwei Hauptquests. Mein Gott, dann können wir wieder zwei Stunden trainieren gehen. Also zwei, drei, vier, also ein paar Tagen. Ah, schön. Diese Quest ist ab Level 11. Aber ich kann nicht töten und dann überlebe ich immer. Na, also Nebelschlacht, weiß ich gar nicht mehr, was war. Wir gehen nochmal hier hoch. Ich bin jetzt relativ pleite außerdem, weil ich ein bisschen den Bestand aufgefüllt habe. Buggy? Naja. Da sieht man 31 Silber, geht relativ schnell wieder, aber... Und? Noch schön. Schön. Sortieren wir mal wieder alles ein. Außer die hier, die verballern wir gleich. Die darüber und die hierüber. Ordnung muss ein bisschen sein, ne? Und jetzt haben wir hier einen Langbogen mit schönen Dings, mit schönen Werten, der sogar noch stärker ist als unser. Und aber ein scheiß Skin. Und jetzt benutze ich mal, sind es die schlechten? Die schlechte, gut.
Die sind sogar noch besser, haben aber mehr Zusatzschaden. Und eine bessere Rüstung. Nehmen wir auch mal mit. So. So, dann werden wir jetzt mal etwas machen, was ich noch nicht gemacht habe mit diesem Charakter, weil was wohl logisch ist. Aber ich will diesen Skin haben, behalten. Aber die Werte will ich haben, das heißt, ich nehme den Zentaur-Langbogen und nehme ich die Werte. Und kann sagen, gut. Und habe jetzt diesen Bogen mit den Werten. Kurz heißt so viel wie, wir haben einen besseren Bogen. Aber der Skin bleibt gleich. Das Aussehen. Wunderbar, ne? Gut. Verantwortung ist eine Bürde. Gut, dann möchte ich die erstmal hier reinpacken. Und dann werden wir uns mal wieder dem Schmieden widmen. Ich höre schon die Jubelrufe. Und zu was werden wir? Oh, wie geil! Das sind Geheimtränke, das verwandelt uns in etwas. Aber wir können nicht springen. Kostüm Rolf Bolt. So, raus. Ja. Gut, wo waren die jetzt nochmal? Müssen wir eh wieder runter, ne? Ja. Das heißt, wir gehen mal runter. Tod. Ja! Tod durch Dummheit. So, aber wir sind ja schon mal auf dem richtigen Wege. Ja, Lederer. So. Denn wir haben ja auch nebenbei viel gefarmt. Oh, verdammt. Das wird man wohl erst in der nächsten Folge machen. Ich sehe gerade auf die Uhr. Mann, dass wir das alles nicht hintereinander machen können. Das ist doof. Das ist echt doof. Ich will das, aber ich kann nicht einfach die Folgen wieder zu lang machen. Es geht einfach nicht. Obwohl die Folgen jetzt momentan ein bisschen klein sind, nur durch 720. Das ist es. Ich mache sie ja schon so extra klein. Das ist es ja. Aber ich will ja auch, ich will lange zocken und will große Qualität bieten. Wisst ihr? Das ist total doof. Dass das nicht klappt. Ja, machen wir die beiden nochmal. Und die hier nochmal. Die Heilende und vielleicht nochmal die Mächtige oder die Unheilvolle. Die Unheilvolle können wir nochmal machen. So, dann machen wir einmal eine Maske. Weil wir noch keine Maske haben. Machen wir uns jetzt mal eine Maske. Und Robin, wenn du zuguckst, genau so geht das. Und das ist ab Level 15, ganz klar, können wir jetzt schon tragen. Scheiße. Also noch einmal. Und noch einmal. Auch Stufe 15. Shit. Okay. Ich habe, glaube ich, gerade richtig gefailt. I hate it. Wir brauchen noch Schultern, wir brauchen neue Handschuhe. Das wäre doch eigentlich eine Überlegung wert. Oder einen neuen Brustpanzer. Leute, wir brauchen einen neuen Brustpanzer. Finde ich. Ja, ich finde diesen Satz super. Okay, und Präzision. Und das ist jetzt Level 15. Natürlich. Okay. Egal. Punkt Nummer 2, das ich jetzt mal machen wollte. Boah, was haben wir jetzt alles für Masken? Scheiße. Egal. Ist ein bisschen was aufrüsten. Und in der nächsten Folge werde ich ein paar Sachen von hier raus nehmen und bei uns raufpacken. Ich habe da noch ein paar schöne Dinge, die hier auf den Charakter vielleicht ganz gut kommen. Und ja, so, was nehmen wir denn mal? Zustandsschaden oder ein bisschen Vitalität? Ist eine gute Frage. Ist eine sehr schöne Frage. Ich glaube, wir rüsten einfach mal ganz kurz Zähigkeit aus und Kraft. Im Moment, weil... Ja, und hier nochmal aufwerten. Und hier nochmal aufwerten.
So, hier werden wir was anderes benutzen und da auch. So. Ins Sammellager schicken. So. Ins langsame Lager schicken. Schika. Die werden wir noch benutzen wollen. Und dann werden wir, glaube ich, auch noch Präzision benutzen wollen, habe ich mir gedacht. Ja, ich glaube, wir benutzen noch Präzision. So, und dann gucken wir mal eben auf H. Das ist der Zustandsschaden. Das kommt ganz gut hier drauf. Und das kommt ganz gut hier drauf. Ja. Und wenn ich jetzt sage, wechsel, das sieht geil aus. Ah ja, und wir haben auch Stadtkleidung. Ich vergaß, die sieht total scheiße aus. Finde ich persönlich. Ja. Gut. Ja, oh. Okay, Leute, bis zur nächsten Folge. Cheerio.